und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute bin ich mit ein paar Freunden auf der Minnesota State Fair. Und das ist also ein riesengroßer Jahrmarkt, Viehmarkt, was auch immer. Und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wieder mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Video. What is it again? A Buckeye. A Buckeye. So guys, this is a Buckeye. I will try it now. Is there peanut in it? I'm not sure. It is. It's good. Thank you. Wir sind jetzt hier im Food Building. Und wie ihr schon hinter mir sehen könnt und noch sicherlich eine Sequenz sehen könnt, es ist extrem viel Essen hier. Und sehr viel amerikanisches Essen, was ich alles ausprobieren heute. Oh mein Gott, wir gehen in das agrikulturelle Building oder so. Genau, mal gucken, was uns da erwartet. Wahrscheinlich so ein bisschen landwirtschaftlicher Stuff und so. Und ja, genau. Jetzt geht's zum Jahrmarkt-Part und ja, mal gucken, was es hier so gibt, ob es das gleiche gibt wie in Deutschland oder verschiedene Sachen. Soda now, right, Anime? So, wir gehen jetzt wieder hier raus. Wir waren jetzt hier 4 Stunden ungefähr und ja, fahren jetzt wieder zurück zum Campus. Mal gucken, was der Tag noch ist. Es ist mein erster Tag von dem College sozusagen. Und zwar beginnen heute die Classes. Heute ist First Day of Classes und genau, ich dachte mir, ich nehme dich einfach mal mit. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem ersten Kurs. Und zwar ist das Gesundheitspsychologie, also Health Psychology. Und genau, mein Kurs beginnt in einer halben Stunde. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Deswegen bin ich ein bisschen früher losgelaufen. Und ich hoffe, ich finde jetzt gleich den Kurs. Ich habe hier so einen Plan, auf den ich gucken kann. Und bin dann schon total gespannt, wie der Kurs so sein wird und was mich erwartet. Der zweite Tag und heute passiert ein bisschen mehr. Gestern hatte ich ja nur einen Kurs. Heute habe ich 4 Kurse, das heißt heute, ja, kann ich ein bisschen mehr berichten. Mein erster Kurs ist jetzt vorbei. Das war der Seminarkurs. Der ist sozusagen dazu gedacht, dass man lernt, wie man hier am College ja, Hausaufgaben macht und lernt und so weiter. Der soll uns ein bisschen ja, Skills sozusagen beibringen. Ja, der klingt eigentlich sehr entspannt. Und jetzt habe ich gleich ein Team-Meeting für mit meinem Schwimmteam. Genau. Und danach geht dann der, ja, gehen dann die Kurse weiter. Compliance-Meeting mit dem athletischen Department hier, also mit dem, ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Und es ging primär so darum, was man darf, was man nicht darf und so weiter und so fort. Und
Genau, jetzt geht's zu meinem Chemiekurs. Ich bin sehr gespannt und ich habe ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen, weil ja, Chemie jetzt nicht so mein Fach war. Mal gucken, wie es jetzt hier wird und vor allem, was so für Themen da besprochen werden. Ich bin sehr gespannt. Jetzt eben noch Introduction to College Writing. Meine Professorin ist irgendwie voll cool. Ich glaube, die ist eine extrem faire und das ist irgendwie voll gut. Genau. Und jetzt habe ich eine Stunde Pause und dann habe ich einen Kurs, der nennt sich Foundation for International Students. Mal gucken, was mich da erwartet. Und dann bin ich heute auch schon fertig. Dann ist es um 16.30 Uhr. Genau, und dann muss ich mal gucken, dass ich alles ein bisschen nacharbeite, was wir heute gemacht haben. Und da ein bisschen gucke, dass ich was geschafft kriege. Und dann geht es für mich nachher noch zu Tage tatsächlich, weil ich noch so ein Schreiben vom Doktor brauche und anscheinend macht das Target, beziehungsweise ist in Target so eine Mini-Arztpraxis drin und da habe ich einen Termin, da gehe ich hin nachher. Und genau, ansonsten, ja, waren das meine Kurse für heute. Die meisten meiner Kurse für heute sind jetzt vorbei, ich habe nur noch einen. Der ist für internationale Studenten, ich glaube nicht, dass der so anspruchsvoll wird. Genau, jetzt muss ich noch schnell ein Buch zurückbringen und ich brauche dringend Radiergummi und ein Heft dran. Deswegen gehe ich jetzt in die Bookstore hier und genau, werde das jetzt so besorgen. Hallo zurück. Gleicher Ort, anderer Tag, würde ich sagen. Genau, heute war Freitag und ich hatte nur zwei Kurse. Ich hatte Chemie und Englisch, beziehungsweise Introduction to College Writing. Waren beides sehr entspannte Kurse, weil Chemie freitags im Prinzip der Mathe-Teil von Chemie ist, wo man nur Mathe durchnimmt. Und heute haben wir nur so Einführungssachen gemacht. Und in dem Englischkurs haben wir heute unseren ersten Aufsatz geschrieben, beziehungsweise einen Paragraphen von einem Aufsatz. Genau, habe ich gut gemeistert, obwohl es in Englisch ist. Ist so ziemlich das, was man eigentlich seit der 10. Klasse im Englischunterricht macht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber heute war es auf jeden Fall alles machbar, wo ich sehr froh drüber war. Und ja, jetzt geht es für mich zu einem Team-Meeting mit dem Schwimmteam und anschließend zu Team-Pictures. Und dann ja, werden Fotos von uns gemacht, von uns einzeln und dann von uns allen als Team. Da freue ich mich schon total drauf und mal gucken, ob wir uns einfach nur hinstellen müssen oder ob wir irgendwas Spannendes machen. Mal gucken. Ganz am Teamfoto aus. Also wir sind einmal in der Basketballhalle. Genau. Hallo alle zusammen. Heute ist Samstag und heute ist ein Football-Game hier und ja, bin ich mit ein paar Freunden hingegangen und jetzt gucken wir uns hier ein College-Football-Game an, mein erstes. Ich bin sehr gespannt, wie es wird und ja, ich hoffe, mir erklärt jemand die Regeln, damit ich das ein bisschen verstehe und ja, ansonsten freue ich mich einfach total, jetzt hier das Football-Game anzugucken. Ich hoffe, meine Freude und ja, ist ein bisschen übergesprungen zu euch. Ich hatte sehr viel Spaß auf der Minnesota State Fair, auch bei meiner ersten Woche auf von Kursen. War super positiv und das erste Footballspiel war natürlich ein Riesenhighlight für mich, vor allem, weil wir hier keinen Football haben. Und genau, das war auf jeden Fall sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei warst und freue mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben oder auch einen Kommentar. Wenn du also irgendwelche Fragen oder Kommentare hast, dann schreib die einfach unten rein. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Und ansonsten vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!